Was ist das hier? Du hast keine Privilegien mehr. Commander Rourke, hier ist Gamma Leader. Operation Blackout abgeschlossen. Keine Zeugen und Städte gesichert. Keine Zeugen? Das stimmt. Die Zeugen haben wir erledigt. Und den nächsten bösen Buben, den Helfershelf von Trinity, gehen wir jetzt auch in den Kragen. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Ich muss schnell sein. Okay, entsorgen wir die Leichen. Du hörst den Polizeifunk ab. Sag Bescheid, wenn die Schüsse gemeldet werden. Rourke und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheiß Archäologen. Zum Glück sind wir die los. Die haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu torpedieren. Was haben sie jetzt davon? Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Ich bin neugierig. Hier ist Gamma Leader. Wo bleibt die Verstärkung? Wie der Kollege gleich reagiert, wenn er stirbt. Was soll die Scheiße? Bereich gesichert, aber wir brauchen Deckung. Allzu scheint er nicht zu sein. Jemand hat bestimmt was gehört. Teil 2 des Plans. Wir sagen, wir haben ein tollwütiges Dschungelvieh erschossen, aber da sind noch mehr. Wir halten sie auf, solange es geht. Wie ist der auf einmal zu unserer Kante gekommen? Basislager, das Signal lässt nach und rauscht. Basislager, bitte kommen, Basislager. Der da oben scheint sich gar nicht umdrehen zu wollen. Zum nächsten Raster. Verstanden. Gerastert. Ich würde die ganz gerne irgendwo hinzerren, hinschleppen. Hier einfach rumliegen lassen ist mir nicht ganz geheuer. Beeilung! Bewegung! Da kommt man zu ihm rüber, aber da werden wir doch gesehen. Ich schätze mal, der schreit da unten noch ein paar andere zusammen. Oh. Und ich sehe gerade, wir haben jetzt schon 4 Waffen. Naja, der Flugzeugabsturz kommt noch. Ob wir dann immer noch 4 Waffen haben, mag ich mal zu bezweifeln. In alle Richtungen verstreut. Aber gut zu wissen. Ins Öhrchen. Bericht über weitere Schüsse bestätigt. Und das war nicht gut. Mist, ich habe nur ins Öhrchen geschossen. Das hat die nicht umgebracht. Kacke. Oh Mann. Schade. Es ist Croft. Angriff. Oh oh. Dominguez will sie lebend. Warum kriegen wir Schaden? Sie tötet unsere Leute! Scheiße! Verstanden! Ziel gesichtet! Helikopter immer gehasst. Oh oh. Aber heiß. Helikopter, ja, nicht so schön. Da legt gerade jemand hoch. Da! Ah. Bitte wieder runter. Dankeschön. Oh oh oh, da fliegt was. Au. Er lädt nach. Nein, stimmt gar nicht. Oh, explosive Fässer. Bitte wieder runter. Danke. Scheiße, da sind noch mehr. Kommt hier gleich wieder einer hoch? Wenn das die hochklettern, sind die doch unfähig. Warum gehen die nicht einfach die Rampe hoch? Geht das nicht? Na toll. Wir machen wieder noch mehr kaputt. Ich wechsle die Position. Haltet sie auf. Der letzte Schuss hat erst gesessen. Hoffentlich waren das alle. Erstmal einsammeln. Heilung. Gute Idee. Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Ging doch gerade eben auch das Heilen mit der Maustaste. Jetzt muss ich doch F1 drücken. Ich habe mir das extra auf die Maustaste gelegt. Hä? Ich habe 8 und es kostet 3. Also warum geht denn das gerade nicht? Egal, ob ich die Maustaste oder... Hat sie mir wieder geheilt oder wie? Hä? Ich dachte, Autoregeneration ist nicht.
Okay. Nehme ich einfach mal so hin. So, du Kollege, du hast doch auch noch was. Das ist bloß ein Helm. Das ist auch bloß ein Helm. Jetzt gehe ich aber nochmal hier runter. Habe ich den jetzt schon geplündert? Ich weiß es gerade gar nicht. Der ist verschwunden. Okay. Gut, dann wäre er so oder so nicht zu plündern. Hier unten liegen noch ein paar rum. Alle mitnehmen. Ja, wir haben wieder zerstört. Sind wir jetzt stolz? Bestimmt. Das ist bloß ein Kanister. Ein böser Bub. Und da liegt Stoff, ne? Ja, Stoff. Da ist noch eine Dose. Da ist die Rampe, über die sie auch hätten hochgehen können. Ich guck erst nochmal hier hinten. Hier ist aber nix. Wobei, jetzt in der Ecke. Jetzt ist was in der Ecke. Ist auch bloß eine Dose. Ja. Ja. Munition. 5. Ja. Ich weiß noch nicht, wozu wir so viel Munition gebrauchen, aber haben kann nicht schaden. So, hier oben will ich noch hin. Wenn ich die Leiter treffen würde. Mit Anlauf. Ein Kanister, dann ist noch Verbrauchskram. Und was für die erste Hilfe? Flasche. Abrollen. Geht nicht. Oder es war nicht gut genug gedrückt, aber ich glaube, das können wir selbst noch erlernen. Und wir müssen ja erstmal zu einem Basislager kommen. Na, wenn hier vorne mal nicht eine Zwischensequenz ausgelöst wird, 120 Schuss. Da vorne vielleicht eine Zwischensequenz? Nee. Und abstimmen. Da ist eine Zwischensequenz. Gut. Ich gehe gerade gar nicht selbst. Ah, Zwischensequenz. Oh, nein. Stopp. Tut dir nichts. Lara Croft. Kannst du stecken lassen. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Nichts anderes war zu erwarten. Wie von Trinity zu erwarten war. Der Schlüssel von Chuck Chell. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Wo ist die Schatulle von X-Chell? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Bluff. Du hast sie nicht? Mach den Helikopter bereit für Starten in 5 Minuten. Was, mit dem Heli in 5 Minuten weg? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Das machen wir immer so mit Sachen, die uns gefallen. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Übertreib mal nicht. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Gott. Ja. Du
Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Die Säuberung hat begonnen. Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Du hast Probleme. Hat ihn jemand nicht mit? Oh, doch ein Tsunami. Zufall oder nicht? Weg! Au. Oh. E drücken, festhalten. Okay, geht kaputt. Ich kann mich bewegen, ich muss hier ausweichen, ansonsten werden wir wie im 2013er vielleicht aufgespießt. Was? Oh, Auto. Boah, geht das wirklich zu? Oder rechts. Weg mit den Spitzenstacheln, die da vielleicht sind. Oh, Fels aufschlagen, nein, danke. Mauer. Nee, Baumstamm. Ja. Nicht gut. Au, vom Stein abgestoßen, ab auf den Grund. Aber bevor man vom Stein zerdrückt, wird er lieber so. Schneller schwimmen, ja? Wow. Das sollen wir gewesen sein. Das wirkt gerade alles wie Zeit angehalten. Oh, hier war ein Luftloch. Und hier ist zu. Der Ausgang ist zu. Kletteraxt. Ja, genau. Wie wär's nochmal zurückschwimmen, nochmal Luft holen? Okay, gehen wir einfach weiter. Na, hier ist die Tür doch auch zu. Mach schon auf. Nicht schneiden. Ich muss höher hinauf. Nicht schon wieder, nein. Das kann man übrigens selbst steuern. Sich zurechtrückt, aber das ist toll. Oh, wow, wow, Lampe. Da kommt praktischerweise gerade was angeschwommen. Rüber, rüber, rüber. Oh Gott, die Wand bröckelt weg. Das bricht auch gleich weg. Scheiße! Nein, nein, nein! No! No! Nicht bewegen! Und nicht loslassen! Guten Flug! Mama! Mama! Warum ist das? Nicht loslassen! Oh, das war eigentlich gar nicht so gemeint. Scheiße! Schon wieder was heraufbeschworen. Ups. Nee. Wie passend. Jonah! Jonah!
Lara! Ich habe mir Sorgen gemacht. Es ist schiefgegangen. Schlimmer noch. Was meinst du? Dominguez. Er hat jetzt den Dolch. Er hat ihn sich geholt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht hat, lasse ich zu, dass Trinity einfach so den Dolch kriegt. Er wird mit dem Dolch und der Schatulle die Welt von Grund auf erneuern. Wie wird er sie erneuern? Keine Ahnung. Er sagte, er will Sünde und Schwäche ausrotten. Ein Mann wie er, wir müssen ihn aufhalten. Ich bin an allem schuld. Wir finden einen Weg, okay? Versprochen. Nein, 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 nein. Wir müssen vor Trinity die verborgene Stadt finden und die silberne Schatulle. Okay, aber zuerst bringen wir die Menschen hier in Sicherheit. Dann kümmern wir uns um den Rest. Nein, niemand ist in Sicherheit. Nicht, wenn ihr die silberne Schatulle kriegt. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Du bist die Einzige, die was? Woher die weißt du, dass du das alles warst, Lara? Diese Welt dreht sich um viel mehr als um dich. Diese Menschen brauchen uns hier. Wir können jetzt etwas Gutes tun. Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen. Ich muss diesen Menschen helfen. Dann besorge ich ein Flugzeug. Aber bitte eins, das nicht abstürzt. Die Insel steht unter Wasser. Ich denke, dass wir nach einem Vulkan Ausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet... Verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Ich frag mich, was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Irgendwie reden die einander vorbei. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Bauchgefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Hey, da drüben ist vielleicht was. Wirklich? Was ist das? Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Eben. Miguel, kannst du irgendwo landen? Ja, ich kann euch bei Kuvak Yaku absetzen. Dann los.
von steinig. Bloß nicht abschneiden, dann geht's tiefer runter. Na, Vorsicht, festhalten vorher. Na, wenigstens der Schlamm weich. Harte Landung. Schon wieder ein Fähigkeitspunkt. Dr. Dominguez. Ein Foto von Dr. Dominguez. Dr. Pedro Dominguez ist ein Archäologe und Experte für die präkoloniale Geschichte der Maya. Mein Vater hat ihn in seinen Aufzeichnungen mehrmals erwähnt. Das ist die Spur, der Jonah und ich gefolgt sind, als wir nach Cozumel kamen. Seine Ausgrabungsstätte in Cozumel war einer der letzten Orte, die mein Vater vor seiner Ermordung aufgesucht hatte. Falls es da eine Verbindung gibt, will ich wissen, worin sie besteht. Ich dachte, Dr. Dominguez wäre nur der Anführer der hiesigen Trinity-Zelle. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass er sich als Oberhaupt des Hohen Rates von Trinity entpuppen würde. Woher kommt denn das Bild? Haben wir das die ganze Zeit dabei? Oder hat das die Polaroid-Kamera an Laras Brust aufgezeichnet? Er meint, wir haben unter anderem diesen Tsunami ausgelöst, die jetzt drohende Apokalypse. Das ist einer, der für Trinity arbeitet, insofern bin ich da skeptisch. Ach, überhaupt, Dolch weg und Apokalypse ausgelöst, klingt weit hergeholt. Aber wenn wir Sturmwachen kennen, die Unsterblichen, warum auch nicht sowas? Das Unwetter hat wieder an Yamatai erinnert. Aber gut. Ich würde sagen, wir suchen jetzt mal Jonah, oder? Mitten in Peru, mitten im Amazonas, ohne Ausrüstung, im Dschungel, die wilden Tiere, die Insekten, die ganzen Gefahren, die da lauern, die Einheimischen, die hier bestimmt auch sind. Ich möchte nicht mit Lara tauschen, aber ich würde sagen, wir setzen das Abenteuer durch den Dschungel einfach mal in der nächsten Folge fort. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.